Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am 24. April 1915 begann in Konstantinopel das, was sich zu einem Völkermord am armenischen Volk entwickelte. Dort wurden Menschen verhaftet und verschleppt, die nichts, aber auch gar nichts angestellt hatten. Der Grund, warum sie verfolgt wurden, war einzig und allein, dass sie Armenier sind. Es begann Verschleppungen, Vertreibungen, Vergewaltigungen schlimmster Art. Und viele der Menschen, denen man erst ihre Ehre und dann ihr Leben genommen hat, haben noch nicht mal ein Grab, weil sie einfach in die Wüsten getrieben wurden, wo sie elendig dann am Ende verhungerten, verdursten, starben. Es war deshalb gut und richtig, dass genau am 24. April 2015 zum 100. Jahrestag des Völkermords an den Armeniern der Deutsche Bundestag, wie ich finde, in einer sehr bewegenden Debatte sich diesem Thema angenommen hat. Und diese Debatte war davon geprägt, dass so deutlich wie noch nie in diesem Hohen Hause Vertreter aller Fraktionen das, was geschehen ist, auch so benannt haben, wie es sich gehört, nämlich dass es dort einen Völkermord gegeben hat. Und es war, glaube ich, auch eine Debatte, die deshalb eine Sternstunde aus meiner Sicht des Parlamentarismus war, weil sie in dieser Debatte, weil die Rednerinnen und Redner in dieser Debatte wirklich versucht haben, mit ihren Wortbeiträgen auch ein würdiges, ernsthaftes Gedenken an die Opfer zum Ausdruck zu bringen, denn das sollte an diesem 100. Jahrestag im Vordergrund stehen. Es war also aber nicht nur eine Sternstunde, weil es gute Redebeiträge von allen Kolleginnen und Kollegen gab, sondern auch eben, ich habe es schon betont, weil der Bundestag noch nicht in einer schriftlichen Entschließung, aber in dieser Debatte keinen Zweifel daran gelassen hat, dass es sich hier um einen Völkermord gehandelt hat. Es war für mich auch deshalb eine Sternstunde des Parlaments, weil es für mich auch eine Art Selbstbehauptung des Parlamentarismus war, auch dann heiße Eisen anzufassen und klar zu formulieren, wenn vielleicht der eine oder andere in der Bundesregierung das nicht so gerne sieht. Ich finde, dass das auch einem Parlament gut ansteht. Das Parlament ist nicht der verlängerte Arm einer Regierung, sondern ein eigenständiges Verfassungsorgan. Ich bin sehr unglücklich darüber, dass wir heute in der Situation sind, in der wir, die sich in dieser Debatte ausdrückt, weil wir alle gemeinsam, ich will da überhaupt keine Schuldzuweisungen aussprechen, es nicht geschafft haben, nachdem wir einen so guten Auftakt hatten mit dieser Debatte, möglichst schnell auch zu einem gemeinsamen Antrag zu kommen, der sicherlich noch mal der Sternstunde des Bundestages am 24. April 2015 eine gewisse Krone aufgesetzt hätte. Ich finde, dass die heutige Debatte deshalb auch leider keine Sternstunde des Parlamentarismus ist, weil ich die große Sorge habe, ich unterstelle niemandem, dass das gewollt ist, dass die heutige Debatte eben in der Art, wie sie geführt wird, nicht dem Punkt gerecht wird, das Gedenken an die Opfer in den Mittelpunkt einer solchen Debatte zu stellen. Ich halte es für völlig legitim, dass eine Fraktion in diesem Hause sagt, diese Rumeierei und dieses Warten, nicht über die Anträge, die vorliegen, abzustimmen, machen wir nicht mehr mit. Und deshalb bringen wir einen Antrag, sogar einen Antrag, der durchaus konsensfähig wäre, erneut ein. Dagegen ist nichts zu sagen. Es gehört auch zu den Aufgaben, zur Pflicht von Oppositionsfraktionen, da, wo sie kritische Punkte sehen, auch in parlamentarischen Debatten die Bundesregierung zu kritisieren, zum Beispiel auch dann, wenn sie das Gefühl haben, dass die Bundesregierung in ihren Äußerungen nicht klar genug, zum Beispiel gegenüber der Türkei, ist. Und natürlich ist es richtig, dass man mit dem Satz, es ist nicht der richtige Zeitpunkt, alles auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben kann. Aber ich glaube, es ist auch richtig zu sagen, und ich will es hier deutlich aussprechen, dass mit einer Entschließung zu diesem Thema 10 Tage vor einem EU-Türkei-Gipfel niemandem gedient ist, weder den Problemen, die wir dort lösen wollen, noch dem Gedenken am armenischen Volk.
Der Antrag, der jetzt eingebracht wurde, hat die, wie ich finde, sehr treffende und gute Überschrift Erinnerung und Gedenken an den Völkermord an den Armeniern vor 100 Jahren. Aber wir merken es doch jetzt in dieser Debatte. Wir debattieren heute weniger über diesen Völkermord und dem Gedenken daran, sondern über die Frage, nochmal, die Frage als solche ist legitim, ob sich die Bundesregierung richtig verhält. Aber hätte es dazu der Aufsetzung des Antrags über einen Völkermord bedurft oder hätte man zum Beispiel in einer Aktuellen Stunde oder in einem Entschließungsantrag auf dieses Thema hinweisen können? Das ist das, was mir Sorgen macht, dass jetzt dieser Antrag, den ich für einen guten Antrag halte, für einen gut formulierten Antrag, zu einem Vehikel für etwas wird, was eigentlich nicht der Inhalt dieses Antrages ist. Und ich finde, dann fangen wir an einen Punkt zu kommen, wo es schwierig wird, ob wir dem Gedenken an die Opfer wirklich gerecht werden in der heutigen Debatte, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Kollege Nitan, lassen Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Hasselmann zu. Ja, bitte. Bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Vielen Dank auch, Herr Nitan, für die Zulassung der Zwischenfrage. Meine Frage an Sie ist, mein Kollege Cem Özdemir hat ja mehrfach darauf hingewiesen, dass dieser Antrag nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass wir seit fast einem Jahr zwischen den Fraktionen darüber diskutieren, dass wir uns als Parlament zu dieser Frage verhalten, und zwar gemeinsam, nicht durch Redebeiträge. Sie haben jetzt gerade betont, heute wäre nicht der richtige Zeitpunkt. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt aus Sicht der SPD-Fraktion? Also ich will das nochmal betonen. Vielen Dank für die Frage. Ich finde, dass wir unsere Aufgabe verfehlen würden, wenn wir nicht vor Ablauf des Gedenkjahres, also vor dem 24. April diesen Jahres, zu einer klaren Entscheidung des Bundestages kommen. Spätestens dann muss der Zeitpunkt gekommen sein, dass wir uns als Parlament damit auseinandersetzen und auch eine möglichst mit breiter Mehrheit getragene Entschließung treffen. Das wäre meine Antwort. Aber ich will das noch mal sagen. Ich will das noch mal fragen, Cem, ich gehe da gleich drauf ein. Ich will das noch mal sagen. Es ist eine unglückliche Situation heute. Ich finde es schade, dass es nicht möglich war, sich interfraktionell darauf zu vereinbaren, wirklich noch mal zu sagen, die jetzige Sitzungswoche ist nicht die richtige, können wir es noch mal schieben? Ich will es noch mal betonen, ich will auf niemanden zeigen. Ich glaube, wir haben uns alle nicht mit Ruhm bekleckert. Wir hätten die Situation haben können, dass wir in die heutige Situation so nicht kommen. Aber ich will auch noch einmal betonen, dass jetzt natürlich etwas passiert, und das wissen wir alle, das weißt du auch, Cem, dass nämlich die Koalitionsfraktionen dem Antrag von Bündnis 90 Die Grünen nicht zustimmen werden. Die Fraktion der Linken wird sich enthalten. Und ich hoffe nicht, und das will ich an dieser Stelle ausdrücklich sagen, dass diese Situation, dass dieser Antrag, ich sage es nochmal, nicht aus inhaltlichen Gründen heute keine Mehrheit findet, auch noch vielleicht umgekehrt von dem einen oder anderen Nationalisten in der Türkei dafür genutzt wird, darauf hinzuweisen, der Bundestag habe das ja abgelehnt. Jetzt sehe man ja, wie weit man mit dieser Sache gekommen sei. Deshalb will ich an dieser Stelle denjenigen, die vielleicht diese Gedanken hegen in der Türkei, sehr deutlich sagen, die Tatsache, dass das hier nicht vielleicht so richtig rund gelaufen ist, wie wir bisher den Antrag beraten haben, sollte niemanden in der Türkei darüber hinwegtäuschen, dass die Zeit mit Drohungen, die Auseinandersetzung über die geschichtliche Verantwortung der türkischen Regierung und des türkischen Volkes noch herauszögern zu können, verändern zu können, dass diese Zeiten vorbei sind. Es ist gesagt worden, weite Teile auch der türkischen Zivilgesellschaft und viele andere Menschen überall auf der Welt es satt haben, wenn man sich der geschichtlichen Verantwortung nicht mehr stellt. Und deshalb hoffe ich sehr, dass wir in der Tat bis zum 24. April diesen Jahres zu einem Antrag kommen. Ich würde mich freuen, wenn es auch ein gemeinsamer Antrag wäre. Das ist überhaupt keine Frage. Und ich will hier sehr deutlich sagen, dass wir das auch deshalb tun müssen, weil es unsere Verantwortung ist, gegenüber den Opfern alles dafür zu tun, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass sich die Bundesrepublik Deutschland auch ihrer Mitverantwortung für das, was damals geschehen ist, stellt. Und diese Mitverantwortung, die hat es gegeben. Ich will auch sehr deutlich sagen, dass ich hoffe, dass es nicht mit einem Beschluss in diesem Jahr dann zu Ende ist. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir überlegen, welchen Beitrag wir auch im täglichen Arbeiten tun können, leisten können, um etwas dazu beizutragen, dass eben der Völkermord und die geschichtliche Wahrheit nicht unter den Teppich gekehrt werden kann. Und deshalb fände ich es nicht schlecht,
zum Beispiel darüber nachzudenken, welche Möglichkeit es gäbe, die vielen guten Dokumente, die im Auswärtigen Amt ja lagern, die eindeutig beweisen, dass es sich um einen Völkermord gehandelt hat, ob man diese Dokumente nicht zum Beispiel, indem man sie aufarbeitet, richtig zusammenstellt, auf einer Internetplattform in Deutsch, Englisch, Türkisch und Armenisch veröffentlicht, auch der Zivilgesellschaft die Möglichkeit gibt, an diesen Dokumenten teilzuhaben. Das wäre zum Beispiel etwas, wo wir ein sichtbares Zeichen setzen können, dass wir nicht nur Beschlüsse fassen, sondern dass wir auch aktiv daran arbeiten wollen, dass die Wahrheit von keiner Seite unter den Teppich gekehrt werden kann. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe es zu Beginn gesagt. Am 24. April 1915 begann ein schrecklicher Völkermord. Und wir dürfen keine Gelegenheit auslassen, deutlich zu machen, dass wir diesen Völkermord nicht unter den Teppich kehren. Und wir dürfen bei aller Realpolitik auch nicht in den Verdacht geraten, dass wir ihn unter den Teppich kehren wollen, wenn es für uns einen eigenen Vorteil bedeuten könnte. Und in diesem Sinne wünsche ich mir sehr, dass die Dinge, die nicht so gut gelaufen sind auf dem Weg bis heute, uns vielleicht allen nochmal den richtigen Anstoß geben, uns unterzuhaken und alles dafür zu tun, dass wir im April diesen Jahres möglichst in diesem Hohen Hause ein klares Zeichen setzen, ein klares Zeichen dafür, dass wir der Verantwortung gegenüber den Opfern gerecht werden und auch ein klares Zeichen dafür, dass der Deutsche Bundestag seinen Beitrag leistet zur Versöhnung. Und wir wissen es alle, Versöhnung kann nur dann funktionieren, wenn die Wahrheit, die historische Wahrheit, offen ausgesprochen wird. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner spricht Dr. Hans-Peter Uhl von der CDU-CSU-Fraktion.